Es hat ausgegeben mit 26 Knochenbrüche, Lungenversagen, Nierenversagen, Milzriss, den Arm fast verloren. Und das ist halt jetzt ein bisschen ein größeres Handicap-Problem oder so, aber ja, es ist egal. In Wahrheit geht es uns, glaube ich, die meisten alle nicht so schlecht. Und naja, es gibt immer Ups und Downs. Und erst jetzt bin ich wieder reingekommen. Das heißt, jeder noch so harmlose Vorderradrutscher, wo immer auch nichts bricht, wo nichts passiert, fährt bei mir sowas von im Kopf mit. Ich habe das im Krankenhaus gesagt nach meinem Unfall, ich fahre wieder Motorrad. Motocross war der erste Gedanke. Ja, jetzt bin ich halt auf der Rennstrecke gelandet, weil es der Papa auch macht und mein Cousin. Musst du es ausleben und wenn du es noch nicht ausleben kannst, aus irgendwelchen Gründen, musst du daran arbeiten, es machen zu können. Das soll doch irgendwie so ein Trauma zu sein, auf das man hinarbeiten muss. Passieren kann überall was. Und wenn es nicht auf der Rennstrecke passiert, ja, dann stolper ich über die Stirn. Ja, okay, jetzt nicht mehr, aber vorher, ja. Oder so, bei allem kann alles Mögliche passieren. Bevor wir in das Interview mit Jakob starten, möchte ich hier einen kurzen kleinen Hinweis geben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir die Situation von Jakob nicht ausnutzen, um irgendwelche großen Reichweiten zu erreichen oder wahnsinnig viel Geld damit verdienen mit diesem Interview, mit diesem Video. Es geht hier lediglich um zu zeigen, dass Menschen, denen was Schwerwiegendes widerfahren ist, trotzdem eine wahnsinnige Freude am Leben haben können. Und so habe ich Jakob kennenlernen dürfen, schon vor diesem Interview, als jemand, der wahnsinnig lebensfroh ist, der immer gut drauf ist, wahnsinnig motiviert ist im Sport. Und das sehe ich persönlich als Inspiration. Und ich denke, ich möchte euch diese Inspiration, die ich fühle, nicht vorenthalten. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ihr das auch sehen sollt und diesen Menschen kennenlernen sollt mit seinen Facetten, die er hat, mit seinen Charakterzügen, mit dem, was er macht, was ihm widerfahren ist. Und am Ende des Tages freuen wir uns natürlich, wenn Jakob davon profitiert und dementsprechend auch viele seine Geschichte kennen. Die Geschichte ist nämlich durchaus ernst zu nehmen und richtig krass, um es beim Namen zu nennen. Und der ein oder andere wird es auch schnell erkennen. Dementsprechend danke ich euch für das Verständnis und hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview mit Jakob. Heute habe ich mal jemand zu Gast bei uns in der Firma und zwar den Jakob. Jakob ist Motorrad-Rennstreckenfahrer, der allerdings im Rollstuhl sitzt. Und seine Geschichte ist sehr interessant. Er fährt nach wie vor Motorrad-Rennstrecke. Und ich möchte euch Jakob heute mal vorstellen und ihn ein paar Fragen stellen, um vielleicht davon auch ein bisschen inspiriert zu werden, natürlich auch für euch als Inspiration, um ein paar Insights zu erfahren, was man so alles machen kann im Leben und trotzdem noch gut drauf zu sein. Jakob, servus, schön, dass du da bist. Servus, Matthias. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Grüß dich. Jakob, erzähl mal, du sitzt offensichtlich im Rollstuhl. Was ist passiert? Wie ist das hergegangen? Wann war das? 2018 habe ich einen Motorradunfall gehabt. Man muss wissen, seit 5 oder 6 Jahren, also wie 5 oder 6 Jahre, habe ich angefangen zum Motocross fahren, durch den Papa natürlich. Ich glaube, der ist im Gelände um und umgekupft, dann wollte ich das auch machen. Dann habe ich jahrelang so ganz hobbymäßig, was der ein, zweimal im Jahr nach Tschechien draußen oder so Motocross gefahren. Und ja, ich habe gewusst, wenn ich 18 wäre, A2-Führerschein und ein Motorradl. Und wegen dem Motocross-Fahren halt, habe ich mir gedacht, ein Supermoto, ich will was Kleineres, was Leichteres, was man wegen die Kurven rumschupfen kannst oder so. Und dann habe ich mir da ein Supermoto zugelegt, ein altes 640er KTM. Ja, und mit der war ich lediglich dann einen Monat lang glücklich, weil dann ist mir am Heimweg von der Arbeit habe ich den Unfall gehabt. Da hat mein Auto in Vorrang genommen, ist blöd hergegangen. Also das Auto hat dir die Vorfahrt genommen? Ja, genau, die Vorfahrt ist mir genommen worden. Ja, schwieriges Thema. Ich sag, keiner sitzt wahrscheinlich 30 Jahre im Auto und macht nicht einmal irgendwo einen Fehler oder übersiegt einmal wo wen. Ich sag, sowas ist menschlich. Auto gegen Motorrad ist klar, du bist mit Motorrad immer Zweiter. Das kann gut ausgehen, schlecht ausgehen. Wichtig ist, dass man das Beste aus der Situation macht. Und was ist dann genau passiert? Also bist du in das Auto quasi reingefahren, mehr oder minder, und dann hast du einen Hochstand gehabt? Oder? Nein, es war vor mir ein Auto und ein LKW. Aha. Das Auto hat den LKW überholt, Aha. weil du nach vorne gesehen hast, nichts ja. kommt.
Dann wollte ich den LKW auch noch überholen und aus der Querstraße, trotz Fahr- und Gebenschild, ist ein Auto rausgebogen. Der rechtsabbogen ist quasi. Genau, rechtsabbieger. Wie ich auf der Überholspur war und die hat mich dann halt so touchiert, dass ich rübergerutscht bin unter den Sattelschlepper vom LKW. Es ist unklar, wie viel er mich erwischt hat, aber es hat ausgegeben mit 26 Knochenbrüche, Lungenversagen, Nierenversagen, Milzriss, den Arm fast verloren. Weißt du denn? Ja, das ist heftig. Und kannst du dich noch erinnern an die Situation? Oder? Gar nicht. Gar nicht, du hast nichts mehr. Das ist, glaube ich, so ein Schutzmechanismus vom Hirn oder so, dass das, weiß ich nicht, Gedächtnis ist weg. Ich bin 3 Wochen Intensivstation gelegen, wie ich ums Leben gekämpft habe, wegen die Lungenwerte, die waren so kritisch, weil die so zusammengepresst, gequetscht, gedrückt war. Und mein Gedächtnis ist irgendwo auf der Unfallstation wieder da, da kann ich mich wieder erinnern, aber... Wie gesagt, das ist sicher so ein Schutzmechanismus, glaube ich, dass man sich an das nicht erinnern soll. Gut, glaube ich. Und ja. Unabhängig von den Knochenbrüchen, das, was jetzt letztendlich offensichtlich an Schaden geblieben ist, ist dann Lähmung oder Querschnittslähmung oder wie nennt man das dann? Genau, die Querschnittlähmung, das ist eine Rückenmarksverletzung. Hinten da im Rückenmark, da gehen deine ganzen Nerven durch. Und wenn du irgendeine Bewegung machen willst, dann läuft das ja alles über Nerven und so. Und genau, du hast da die ganzen Wirbeln, Lendenwirbel, Brustwirbel, Halswirbeln und dann von irgendeinem Wirbel ist halt im Prinzip die Verbindung da zum Rückenmark und so durchtrennt und dann gibt es komplette und inkomplette Querschnittlähmung. Da kannst du, der eine kann was bewegen, spürt nichts, der andere spürt aber was, kann nichts bewegen, da gibt es die verschiedensten Sachen. Und ich habe die komplette Lähmung, das heißt ab dem 11., 12. Brustwirbel, Bauchnabel ungefähr, so wollte ich sagen. Ist jede Sensibilität, jede Motorik, alles weg. Alles weg. Genau. Okay. Aber oben rum hast, wie man sieht, keine Einschränkung. Du schaust ja oben rum relativ fit aus. Also merkt man, du musst natürlich viel mit den Armen machen. Dann, ne? Ich muss alles mit den Armen machen. Ja, ich habe ja da eigentlich schon das zweite Handicap. Der Arm ist 8-mal operiert, von da unten bis da oben. Im Nachhinein drüber tätowiert, jetzt sieht man es nicht mehr so. Die Schulter ist zum Beispiel, kann da nicht einfach so raufgehen. Also steht da an, die Schulter ist da oben ziemlich zerstört. Die Finger funktionieren nicht ordentlich, weshalb ich auch noch eine kleine Anpassung am Lenker dann habe zum Motorradfahren. Die Muskeln sind ein wenig schwächer, aber ja, an der Ausdauer liegt es nicht. Ich kann 50 Minuten auf dem Moped sitzen. da können Sie andere Scheibe ausschreiben. Die fällt nach 10 Minuten vom Moped. Ja, krass. Man merkt schon, du bist relativ cool damit, ne? Was mich schon beeindruckt, muss ich sagen, wenn man jetzt mal bedenkt, was wir täglich für Probleme haben im Leben und regen uns darüber auf und sagen immer, ja, und das ist scheiße und da ist scheiße. Ne? Und sowas erdet mich auch tatsächlich, weil man denkt, boah, wie hält der Hund die Motivation aufrecht? Wie geht das? Ja, ich glaube, die Probleme entstehen, Probleme sind da, aber du kannst das dann zu einem größeren Problem machen, wenn du schlecht damit umgehst, wenn du nach einer Lösung dafür suchst, oder du machst das Problem zu einem ganz kleinen Problem oder eliminierst das, indem du sagst, irgendwie muss ich das ja angehen, das stört mich oder das ist nicht so, wie es sein soll, aber ich will das eliminieren, ich will ja nicht, dass das da ist. Und ja, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber wenn man jetzt sagt, wer andere ärgert sich, weil er sich die Zechen bei der Tischkante anhaut und sagt, das tut weh. Und dann kann man sagen, ja, aber schau, denen geht's ja viel schlechter. Ja, aber wenn ich zurückdenke, ich habe mich auch geärgert, wenn ich mir die Zechen bei der Tischkante angehaut habe. Das ist ja auch lästig. Ja. Und das ist halt jetzt ein bisschen ein größeres Handicap-Problem oder so. Aber ja, es ist egal. In Wahrheit geht's uns, glaube ich, die meisten alle nicht so schlecht. Und naja, es gibt immer Ups and Downs, aber es soll doch... Ja, wie ein Aktienkurs, auch wenn ich jetzt nicht damit handeln tue, aber soll ja auch im besten Fall nach oben gehen. Und es geht nie so nach oben, sondern es sind immer Rückschläge. Mhm. Aber ja, aus solchen Sachen lernt man, glaube ich, und das macht auch ein Mensch aus. Ich glaube, keiner macht nur diesen Weg. Gibt es, glaube ich, nicht. Ja, bestimmt. Ja. Und alles passiert aus einem Grund, glaube ich, auch wenn man manchmal den Grund nicht weiß und alles, was komisch oder schlecht oder negativ ist oder so scheint, öffnen sie vielleicht irgendwelche Türen oder irgendwelche anderen Vorteile kann man vielleicht daraus ziehen und so muss man sehen, die muss man nutzen. Ja, und immer viele Dinge. Ja, immer viele Dinge. Positiv gestimmt sein und ja.
So muss es weitergehen. Mhm, ja. Respekt. Wie bist nach wie vor, ich meine, du fährst offensichtlich nach wie vor Motorrad und auf der Rennstrecke, du fährst Rennen, du fährst den Handicap Rider Cup, wie heißt der Handy? European Bridgestone Handy Race. Handy Race, also es ist quasi Europameisterschaft, ne? Genau, ja. Ja. Du bist momentan auf welcher Wertung? Ja, aktuell für es, weil Le Mans war Doppelsieg, war sehr erfolgreich, ja. Das ist natürlich, man muss dazu sagen, dass die Leute mal das ein bisschen einschätzen könnten, Rundenzeit technisch. Wo bewegst du dich in Rijeka, am Pannoniering? Pannoniering 205 bin ich jetzt gefahren mit der 600er in Rijeka ans 37, also 37 ungefähr. Aha. Ja, das ist schon genau. Beachtlich. Das ist man muss dazu sagen, der Jakob sitzt ja wirklich auf dem Motorrad. Mit dem Spanngurt niedergezurrt im Endeffekt, ne, damit es nicht runterfällt? Nein, ja. Die meisten denken, der geht unter der Sitzbank durch und ich bin mit dem Motorrad verbunden. Und dann fragen die Leute alle, wie geht denn das, wenn du stürzt? Ja. Und dann sage ich immer, nee, der geht wirklich da nur um die Beine rum, über der Sitzbank. Also wirklich nur, dass die Beine nicht so auseinander gehen. Okay. Dann habe ich unten da hat er die Magneten. Jetzt natürlich nicht auf meine Straßenschuhe, aber da ist da so ein Magnet und mein Fußrost, da ist halt das Gegenstück und dann schupfen mir auch zwei Personen aufs Motorrad drauf, die heben mich rauf und dann müssen die Füße da nehmen, sodass das richtig reinklackt und dann sage ich immer, bitte einmal runterbücken, kontrollieren, dass der Magnet wirklich Loch auf Loch ist, weil wenn der nicht ganz drin ist, habe ich auch schon gehabt, wo war es, Red Bull Ring war es, Slowakia Ring war es, ich fahre da 60, 4, Ende Boxengasse, Schub, Fuß macht diesen da und verchüsst sie. Ah. Ja, ist natürlich blöd, ich krieg das schon mit. Und ich denke mir so, ja, jetzt der pendelt da so ein bisschen rum, ja, stehen bleiben. Ist nicht? Suboptimal, ich müsste halt immer irgendwo eine Bande suchen und dann werde ich vom Lumpenwagen abgeschleppt oder halt ich heb die Hand, gehe weg von der Ideallinie und fahre die ganze Runden fertig. Was am Slowakiering ganz einfach war, weil ich bin Kurve 3 gerade ausgefahren und in der letzten Kurve wieder rausgekommen. Aber ja, optimal ist nicht, aber ja, soll passieren. Ah. Das heißt, du kannst theoretisch vom Motorrad runterfallen, wenn es ist, ne? Also wenn es jetzt stürzen würde. Im Sturzfall genau, öffnet das System, öffnet der Magnet. Ja. Das ist natürlich verblüffend, jetzt muss man sich vorstellen, wir machen ja als Nicht-Handicap-Fahrer ja extrem viel mit dem Rumpf, mit den Oberschenkeln, mit den Fußrassendruck etc. Hängen natürlich, was du offensichtlich nicht machen kannst. Und es bleibt dir im Endeffekt ja nur der Oberkörper zum Motorrad fahren. Also Bauchnabel nach oben und die Hände. Das heißt, du musst dort alles mit den Händen machen im Endeffekt. Du lenkst das Motorrad wirklich nur über die Arme und halt ein bisschen, was man sieht auf die Büttel, ein bisschen mit dem Oberkörper. Ja, schon wohl ein bisschen geht raus. Ja. Ein bisschen, sodass ein bisschen Schwerpunktverlagerung ist. Genau, Und von dem her ist das schon extreme Einschränkung, kann ich mir vorstellen. Ne? Also da muss man erst einmal einen 36 fahren mit der 600er in Rijeka. Also da brauchst du echt Übung. Von dem her Wahnsinn. Ja. Wobei es spannend ist, ich muss dazu sagen, dass es schwierig ist für mich zum Einschätzen, wie viel Handicap das ist. Mhm. Es ist ein Handicap, klar. Ich glaube, es ist nicht wenig, sondern eher viel Handicap, gerade in die Kurven und so. Aber ich bin nie auf einem Ringmotorrad gesessen vor meinem Unfall. Mhm. Ich bin Motocross Supermoto gefahren, hobbymäßig, beziehungsweise Supermoto ja nur das eine Monat auf der Straße. Ja, ich habe da kein Knie unten, noch nie in meinem Leben einen Ellbogen am Boden gehabt, noch nie in meinem Leben Hang-off gefahren. Ja. Irgendwie Druck auf die Fußrosten, gut, okay, das hast du beim Motocross auch, weil da stehst du ja die meiste Zeit. Aber ja, darum so schwer, dass ich mich vergleiche mit jemand Gesunden, weil ich nicht weiß, was geht mir ab, was macht der in der Kurve mit seinem Körper, was kann der besser machen wie ich. Mhm. Dass es was gibt, auf jeden Fall, ob es jetzt 2 Sekunden von der Rundenzeit ausmacht, 10 Sekunden, ja, keine das kann Vergleich. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen und ich weiß keinen, der was mir die Frage beantworten kann. Ja, das kann Vergleich. Ja. Wie ist es das, wenn du weißt natürlich wahrscheinlich auch nicht so leicht, wo das Limit vom Motorrad ist, oder? Weil du spürst halt relativ wenig. Das weniger heißt, Feedback jetzt, vom Bike, ja. Wenn das Hinterrad jetzt einmal rutscht, aber das wird wahrscheinlich der Fall einmal gewesen sein, oder? Wirst du einmal einen Hinterradrutscher gehabt haben? Ja. Wie spürst du denn dann, dass sich der Lenker eintrat, oder? Ja, ist nicht so geil. Nicht so geil. Meistens ziehe ich einen braunen Strich in die Hose. Es ist schwierig. Also ein Vorderradl habe ich noch nie gemerkt, dass sie ankündigt. Aha. Aber ein Vorderradl spürt man, glaube ich, weniger. Ja, ich habe schon 2, 3 Vorderradrutscher gehabt, ja, das ist weggegangen. Mhm. Im Kies habe ich mir dann gedacht, ja, okay, das war jetzt irgendwie über ein Limit oder Vorfehler, Linienfehler, weiß ich nicht.
Hinterradlrutscher schon, ja, natürlich kriege ich es mit, wenn auf einmal der Sattel so im Regen einmal passiert, in Vallelonga unten, Meisterschaft und in Brünn einmal, Slowakia. Ja, das merke ich schon, wenn es mich so leicht aus dem Sattel hebt. Ich glaube, es war jetzt noch nie so ein Highsider, so die, was du im Fernsehen siehst, wo du denkst, boah, wie hat der das nur abgefangen? Mhm. Es fühlt sich ja immer nur krass so krass an. Und wenn hinter dir wer fährt, der was die filmt, dann sagt man im Video, sieht man gar nichts. Ja, genau. Aber jawohl, das kriege ich schon mit. Da kommt ins ganze Motorrad Unruhe rein. Das spüre ich schon, ja. Wie ist es im Fall, wenn du sagst, Vorderradrutscher, liegst im Kies, also du bist offensichtlich in der Situation schon auch gestürzt. Wie geht das? Wie ist das? Ich meine, die Streckenposten kriegen wahrscheinlich einen Schock, wenn's auf die zulaufen, oder? Ja, so schlimm ist es nicht. Ich gebe es immer einen Veranstalter durch. Aha, okay. Der soll das in der Regel an alle Streckenposten durchfunken. Mhm. Meine Startnummer, jetzt habe ich ja das auffällige Moped in lila. Ja. Das ist das Einfachste. Ich sage einfach die Streckenposten durch. Das lila Moped ist der Rollstuhlfahrer. Mhm. Weil ich habe noch nie ein anderes lilas Moped gesehen. Mhm. Und wie das kommuniziert wird, ob dann wirklich jeder Streckenposten Bescheid weiß oder nicht, weiß ich nicht. In Most zum Beispiel war es tipptopp. In Most, das weiß ich, die haben das vorhin gefunkt. Jedes Mal, wenn ich, Pannonia-Ring ist aber auch nicht schlecht, weil jedes Mal, wenn ich Vieri fahre, die wissen schon, wer ich bin, die machen Platz, dass ich rausfahren kann. Cool. Und jedes Mal, wenn ich komme, sehe ich schon, wie er das Funkgerät in die Hand nimmt und dann funkt er durch, dass ich draußen bin. Cool. Ob es auf jeder Strecke so kommuniziert wird, weiß ich nicht. Aber es war jetzt nie eine komische Reaktion, wenn ich gestürzt bin. Und es war eigentlich immer so, dass die gekommen sind und gewusst haben, dass ich der Rollstuhlfahrer bin. Mhm. Und wie ist es jetzt, ich meine, angenommen, du verletzt dich jetzt irgendwo im unteren Körperbereich, du spürst das ja offensichtlich nicht. Ja, ja. Ist das dann nicht bedenklich, dass du sagst, okay, ich bin jetzt hingefallen, mir tut zwar nichts weh, aber du weißt ja nicht, ist irgendwas kaputt gegangen? Ja, ich gehe nach jedem Sturz röntgen. Ah, okay. Mhm. Also prophylaktisch. Ausnahmslos eigentlich nach jedem Sturz röntgen. Wenn ich jetzt einen Verbremser habe oder so und ich gehe ins Kies und fliege dann mit 20, 30 km/h um, dann nicht, aber bei jedem anderen Sturz, wo man das Vorderrad einklappt oder was, ist eh noch nicht so oft passiert, der nächste Weg ins Krankenhaus. In Brünn bin ich gestürzt, nach Brünn reingefahren, in Most bin ich gestürzt, Most ins Krankenhaus reingefahren, Pannonia-Ring, dann bin ich rüber ins Burgenland, heute nach Österreich. Genau, ja. Und ist auch schon mal was kaputt gegangen? Ich bin schon zweimal operiert worden, ja. Nach dem eigentlichen Unfall? Von meinem großen Unfall habe ich da hinten natürlich Metall drin, Rückenmark und so, Stabilisierung und der rechte Oberschenkel ist geschraubt worden und dann zweimal Pannonia-Ring. Einmal da verschraubt, einmal da unten verschraubt. Das heißt, er ist quasi offensichtlich durch die geringere Muskulatur, die du da natürlich durch die Bewegungseinschränkung hast, relativ schnell gebrochen halt auch wahrscheinlich. Ja, ja. Darum, ich versuche mich, ja, wie soll ich sagen, klar, wir bewegen uns am persönlichen Limit. Wir gehen nicht auf die Rennstrecke, damit wir Champignons in der Wiese suchen, sondern wir wollen schon ordentlich am Kabel ziehen. Ja. Aber ich versuche mir irgendwie trotzdem vielleicht nur ein bisschen sicherer ans Limit ranzutasten, wie jetzt vielleicht wer andere. Klar, jeder Sturz kostet Geld, wir müssen das alle selber zahlen. Aber, und keiner will sich verletzen, jeder will am Ende vom Wochenende heil heimfahren, aber ich habe das vielleicht nur ein bisschen mehr im Kopf wie bei anderen, dass wenn ich stürze, hey, Röntgen fahren, großer Aufwand, Wahrscheinlichkeit höher, dass wieder irgendwas gebrochen ist, auch wenn es absolut nicht jedes Mal passiert, aber die Wahrscheinlichkeit höher. Deswegen vielleicht nur, dass ein bisschen mehr das Hirn noch mitfährt wie bei anderen. Es sollte ja doch bei jedem ein bisschen mitfahren. Hoffen wir's. Auf jeden Fall. Wie holst du die, also das ist eigentlich die wichtigste Frage, die mir am meisten interessiert. Wie hältst du trotz diesem erhöhten Risiko, trotz dem, was dir widerfahren ist, trotzdem die Motivation und den Ehrgeiz und den Hunger aufrecht, dass du mit dem Moped im Kreis fährst? Also ich habe mir heute noch nie wirklich weh da. Also nur harmlos ist, Schichten, eine Prellung etc. Aber bei mir fährt das mit. Und jetzt stell ich mir, es ist für mich die Frage, wie hältst du diese Motivation aufrecht? Wie hast du die Angst im Griff, dass wieder was passieren kann, dass was Schlimmes passieren kann? Was motiviert dich so krass? Also tatsächlich muss ich als Erster sagen, dass ein Sturz für mich absolut nichts Leichtes ist. Mhm. Jeder noch so harmlose Sturz fährt bei mir ewig mit. Mhm. Ich bin voriges Jahr in Brünn gestürzt im September, habe das Moped repariert, bin nach Most gegangen, fahre mir einen Motorplatzer, ich rutsche auf mein Öl aus.
ich gehe nach Rijeka, ich gehe nach Mugello, 3-4 Sekunden hinter meiner Zeit. Dann war ich das erste Mal Ledenau, das erste Mal Aragon, da habe ich keine Referenzzeiten gehabt, aber ich habe gefühlt, dass ich einen Scheiß zusammenfahre. Mhm. Kein Gefühl fürs Vorderrad, also kein Vertrauen fürs Vorderrad, kein Schräglag. Ich habe den ganzen Winter viel in Spanien trainiert, bin richtig gut reingekommen. Le Mans, die Meisterschaft, Doppelsieg, ich gehe am Slowakiering, Vorderradsturz und ich habe bis jetzt, bis vor zwei Wochen gekämpft und der Sturz war Ende April und ich bin ein paar Termine dazwischen gefahren. Ich gehe nach Brünn, Pannonia, Slowakia, Rijeka, 4-5 Sekunden hinter meiner Zeit und erst jetzt bin ich wieder reingekommen. Das heißt, jeder noch so harmlose Vorderradrutscher, wo immer auch nichts bricht, wo nichts passiert, fährt bei mir sowas von im Kopf mit. Leider, ewig lang. Ich muss mir das einfach rausfahren. Profis kennen das, die steigen auf, fahren die gleiche Rundenzeit wie vorher, ich kann es leider nicht. Aber abgesehen jetzt von den Stürzen, wo nichts passiert, oder von den zwei Stürzen, wo was passiert ist, die was schon vor zwei Jahren waren, das Motorradfahren, das war und ist, ja, das ist mein Leben. Das ist mein Leben und das geht nicht anders. Das hat hobbymäßig angefangen im Motocross-Bereich mit 5-6 Jahren. Und das ist jetzt, ich habe das im Krankenhaus gesagt nach meinem Unfall, ich fahre wieder Motorrad. Motocross war der erste Gedanke, ja, jetzt bin ich halt auf der Rennstrecke gelandet, weil es der Papa auch macht und mein Cousin. Und das gibt mir so viel. Ich habe nur einen Job, ich arbeite Teilzeit bei mir in Oberösterreich, wo in einer Firma. Und ich bin dort drin und ich mache ein wenig Überstunden, weil ich weiß, hey, ich bin am Wochenende wieder auf der Rennstrecke und mit einem normalen Urlaub, mit den 20 Urlaubstagen, geht sich das nicht aus. Und so schaue ich, dass ich unterwegs bin und die 10 Stunden im Auto zu der Rennstrecke ist für mich gemütlich. Gute Musik und ich weiß, hey, jetzt kommt ein geiles Rennwochenende. Es ist nice. Wenn es mal regnet, regnet es. Dann fahren wir im Regen, ist wurscht. Und die Sonne scheint, scheint die Sonne. Die Leute sind geil. Rennstrecken fahren, wer es nicht macht, weiß es nicht. Aber wer es macht, ja, der weiß, was das ist. Das und wenn man das einmal inhaliert hat oder so, den Virus, glaube ich, keine Ahnung, ich kann mir es nicht mehr ohne vorstellen. Mir gibt es einfach was zurück. Es ist auf jeden Fall, muss ich schon sagen, Respekt insofern, weil wir natürlich alle ängstlich sind. Also denke ich mal, hoffe ich. Es ist ja eine gewisse Angst gehört ja dazu. Ich meine, aus der Angst wird man auch stärker, sage ich mal. Und der Weg aus der Angst ist immer durch die Angst hindurch. Und jeder Motorradfahrer kennt das Gefühl und hofft ja immer, dass nichts passiert und so weiter. Und ich kenne auch viele Motorradfahrer, denen ist irgendwas widerfahren. Teilweise auch schlimm, teilweise auch vielleicht nicht so schlimm wie bei dir. Oder auch harmlos. Und trotzdem schaffen sie es nicht, sich wieder zu motivieren und den Hunger aufrechtzuerhalten und über die Angst drüber wegzugehen. Und sind dann auch oft bereit, das Hobby an den Nagel zu hängen. Und da kenne ich einige mittlerweile. Sogar nur aufgrund dessen, wenn zum Beispiel Befreundeter oder nur Bekannter vielleicht irgendeine Verletzung von sich getragen hat. Und deswegen ist es ein Thema und ich glaube, es wird da draußen allerdings relativ wenig besprochen und diskutiert, weil wir natürlich in einer sehr harten Domäne sind. Wir haben natürlich alle wahnsinnig harte Motorradfahrer, aber ich glaube, in uns drin schaut es nicht so aus. Also ich kann nur von mir reden und von den Leuten, die ich wirklich auch persönlich kenne, sind die meisten eigentlich schon sehr sensibel. Ja, was das anbelangt. Und ich sage auch immer, ein guter Motorradfahrer muss ein sensibler Mensch sein, weil sonst spürt er nichts. Weil du musst wissen, wann ist der Zeitpunkt, dass du sagst, okay, heute ist der Zeitpunkt zum Rundenzeiten fahren, heute pushe ich, heute sitze ich noch mal einen drauf. Ah, der Reifen, der glaube ich, der fühlt sich nicht mehr gut. Das heißt, du musst eine gewisse Sensibilität haben und die Sensibilität bringt auch mit einher, dass man vielleicht ein bisschen empfindlich ist, was Ängste, was Angst vor Konsequenz, vor Verletzung, vor Sturz ist. Auch zwischenmenschlich ist es ja oft so, man sieht es ja oft, diese Konkurrenz oder diese Streitigkeiten, die entstehen im Fahrerlager unter den Profis. Ne? Das ist ja alles nur, weil die Menschen sensibel sind. Und das ist ja irgendwo gut, denke ich. Ja? Von dem her ist es sehr interessant und auch für den einen oder anderen, der vielleicht da draußen aufgrund von Ängsten, ne? Nehmt euch ein Beispiel an Jakob, der sagt, ich habe trotzdem Bock und auch wenn ich Angst habe, du gehst auch durch die Angst hindurch im Endeffekt. Ne? Du sagst, okay, ich habe Angst, aber ich muss durch. So viel Angst habe ich gar nicht. Aber ja, man muss doch. Ja. Ich habe immer so ein blödes Sprichwort. Es klingt ein bisschen komisch, aber denk einmal, du wirst, weiß ich nicht, wie soll man sagen, lieber, ist jetzt blöd, aber lieber, weiß ich nicht, lieber so alt werden und gelebt haben, als so alt werden und nie gelebt haben. Weil, wenn man Träume im Kopf hat, wenn die irgendwas motiviert, inspiriert, begeistert, dann
musst es ausleben. Mhm. Und wenn du es noch nicht ausleben kannst, aus irgendwelchen Gründen, musst du daran arbeiten, es machen zu können. Mhm. Das soll doch irgendwie so ein Traumaziel sein, auf das man hinarbeiten muss. Passieren kann überall was. Und wenn es nicht auf der Rennstrecke passiert, ja, dann stolper ich über die Stirn. Ja, okay, jetzt nicht mehr, aber vorher, ja. Oder so, bei allem kann alles Mögliche passieren. Von kleinen Verletzungen bis große, bis ganz schwerwiegend. Und weiß ich nicht. Es kann so schnell gehen. Und irgendwann ist irgendwas vorbei. Und weiß ich nicht, die Sachen, was ich jetzt erlebe, die bleiben für immer. Egal wann irgendwas vorbei ist. Aber das, was ich jetzt erlebe, das nimmt mir keiner. Ja. Und das ist geil. Ja, absoluten Respekt. Lass uns einmal kurz darauf gehen, aufs Motorrad, weil das fragen sich vielleicht jetzt auch viele. Du hast ja Yamaha R6, ja R27. Klar, wir wissen jetzt, du bist aufs Moped mit so unten an die Füße hast du Magnete, dann hast du einen Spanngurt, der dich quasi am Sitzpolster die Füße fixiert, dass die nicht auseinandergehen. Oben rum ist ganz normal. Wie schaltest du dann, wenn du die Füße nicht bewegen kannst? Die habe ich am Lenker, die Schaltung. Ich habe links unten so ein Elektromagnet. So ein großer Elektromagnet, der kann ziehen, drücken. Je nachdem, welchen Knopf das ich drücke, ziehen, drücken, auf, runterschalten. Okay. Hab drüben beim Gas den fürs Hochschalten. Wie man von deinen Videos weiß, nicht irgendwie das Gas verkrampft aufmachen, sondern locker wie so ein Schraubendreher aufdrehen. Den Daumen, den brauchst du dann eigentlich für nichts. Ja, dann kannst du drücken. Und genau da ist mein Knopf, das sind so CNC-gefräste Teile, die haben wir vorher aus dem 3D-Drucker ewig lang probiert mit der Position, hey, mach das mal so ein bisschen länger, den Winkel ein bisschen anders und wie ich dann gesagt habe, sie passen, dann sind sie aus dem CNC gefräst worden. Und genauso öffne ich das Gas und habe genau den Daumen da unten für so und dann haue ich in die Bremsen und Ah, dann schaust du vorne aber. Genau. Also links quasi vorne. Links mit dem Zeigefinger. Damit du einen Unterschied hast, mehr oder minder, einen geistigen wahrscheinlich. Die meisten Handicap-Piloten haben beides links. Aber da kommt meine verletzte Hand dazu. Okay. Siebenmal operiert eben von oben bis unten. Die Nerven funktionieren da auch nicht gescheit. Jetzt mache ich mit denen drei linken einen Faustschluss. Mit den Daumen an Faustschluss, aber den tue ich mir mit Klettverschluss da unten fixieren. Weil wenn der einmal noch da oben ausbricht, dann bringe ich den nicht mehr da drunter, ohne dass ich den Arm verdrehe. Weil da fällt mir auch der Muskel da. Ist schon klar. Und dann mache ich die ganze Zeit so und das ist die einzige Sache, was ich mit der linken Hand mache. Die ganzen Gänge runterhageln. Ja. Okay. Ja, cool. Die Technik macht es möglich. Jetzt ist es natürlich so, dass du auf der Rennstrecke bist du natürlich angewiesen auf Hilfe, logischerweise. Ne? Also, da geht es ja beim Motorrad ausladen vom Hänger. Das heißt, du fährst in der Regel zwar allein mit dem Hänger auf Achse, also nicht auf Achse, sondern mit dem Auto mit Hänger zur Rennstrecke hin. Ja, ja. Aber du brauchst halt dann im Endeffekt ab dem Zeitpunkt, wo du aussteigen kannst, soweit, das hast du perfektioniert, das haben wir gesehen, aber du kannst das Moped nicht ausladen. Also da geht's los, ja, Moped ausladen, Ständer, Heizdecken kriegst du wahrscheinlich auch noch hin, tanken, Reifen wechseln, aufs Moped drauf und vor allem auch wieder runter. Das heißt, wenn du reinkommst, das ist ganz wichtig, dann brauchst du jemanden, der dich auffangt, logischerweise, du kannst nicht stehen bleiben. Ja, ja. Du bist eigentlich auf Hilfe angewiesen. Und wie hast du das immer gemacht bisher? Ja, unterschiedlich schon. Der Papa fährt Rennstrecke, mit dem bin ich zwei, drei, vier Termine im Jahr unterwegs. Da ist der dabei, da sind wir große Truppen. Dann bin ich ja mit Dream Race Days für unterwegs, da sind wir ein wenig aller Truppen. Das ist sehr, sehr cool. Dann fahre ich teilweise andere kleinere Veranstalter oder so ein wenig. Ich fahre die Meisterschaft, Europameisterschaft und heuer italienische Meisterschaft noch. Da habe ich natürlich absolut keinen oder so. Und dann poste ich Sachen ins Internet rein. Ich poste immer meine drei Folgetermine rein. Also wenn ich irgendwie von der Rennstrecke heimfahre oder so, dann poste ich immer direkt meine drei weiteren Termine in die Stories und so rein. Das sehen ziemlich viele Leute. Und so schaue ich, dass ich ab und zu irgendwen zusammenbringe, der mitfährt. Teilweise fahren die Leute mit Moped mit, teilweise ohne. Einfach nur mir, um zu helfen. Aber das ist halt brutal schwierig. Weil wer nimmt sich Urlaub? Von meinen Kumpels oder so, ja, das macht da eigentlich niemand. Irgendwo verständlicher oder so. Fahre ich nach Italien oder so, gegen drei, vier Urlaubstage rauf. Die sind jetzt nicht so motorradbegeistert, motorsportbegeistert. Mein engster Freundeskreis beziehungsweise der Freundeskreis hat sich so geändert nach meinem Unfall und seit meinem Hobby. Eigentlich ist mein Freundeskreis, würde ich schon fast sagen, jetzt Rennstreckenkollegen.
die Kollegen zu Hause, aus meinem Ort, aus den Nachbarortschaften, das ist so viel weniger geworden. Ich bin zeitlich viel unterwegs auch. Und das Rennstreckenleben, das ist mehr wie Motorradfahren. Du kennst das eh, das Ganze drumherum. Die gemütlichen Gespräche am Abend, weiß ich nicht, Daten analysieren oder so. Das Plaudern, wie fährst du das, weiß ich nicht, Übersetzung, Reifendruck, bla bla bla, alles Mögliche. Da entstehen einfach Freundschaften und alles und so. Poste ich dann oft was rein oder so und dann weiß ich oft schon im Vorhinein, wenn ich hinfahre, welche Leute sind wo. Die Leute, die dann ohne Boxenplatz haben, die helfen mir weniger, weil wenn man da jetzt wer anbietet, die kann bei einem im Fahrerlager stehen, dann sage ich ihnen, ja, das geht leider nicht, ich brauche einen Boxenplatz. Mhm. Ich kann nicht aus dem Fahrerlager rausfahren, weil dann trat da gerade ein LKW rum. Ich soll stehen bleiben, man geht schlecht. Deswegen immer nur wo mit Boxenplatz. Und ansonsten fahre ich zu dem Veranstalter und gehe und sage, hey, hast du irgendeine Sammelbox? Und sonst frage ich mich einfach durch und rolle ich da durch die Boxengasse durch und sage, hey, ich bin der Jakob und ich brauche jetzt gerne ein wenig Hilfe das Wochenende. Mhm. Und aber es ist natürlich für dich auch immer unangenehm, oder? Ich meine, du willst ja die Leute in den Arsch gehen. Ja, schon, ja. Es gibt überall auf der Welt komische Leute. Und ich glaube, auf der Rennstrecke gibt es wenig komische Leute. Da sind wirklich viel cool drauf. Wir machen alle das Gleiche. Wir zahlen sehr viel Geld, damit wir da blöd im Kreis fahren dürfen. Deswegen glaube ich, sind alle so ähnlich cool. Aber sicher, es ist das, wenn ich noch nicht weiß, wo bin ich jetzt, ich fahre hin und hey, ich muss mir jetzt irgendwo wen suchen. Ich suche eine Box, wo jetzt vielleicht nicht drei Personen und drei Mopeds drin sind, sondern drei Mopeds und sechs Personen, wo einfach so Hilfspersonen oder Begleitungen dabei sind. Wo ich weiß, hey, der tut jetzt eigentlich ja nicht Moped fahren, der muss sich nicht selber um seinen Schmarrn kümmern. Und dann sind schon mal sehr viele Boxen weniger, weil oft sind eine Box mit sechs Leuten, sechs Mopeds, jeder fährt. Ja. Welcher Gruppen bist du? Welcher Gruppen bin ich? Sind wir alle in der gleichen Gruppe? Ja, dann können sie mir schlecht helfen. Sind es die Gruppe eins davor oder eins danach? Ist es auch so komisch, weil wenn er reinkommt und dann erst steigt er ab und Reifenwärmer drauf und dann hebt er mich erst drauf, dann verliere ich 7 Minuten von meinem Turn. Andersrum verliert er 7 Minuten von seinen Turn, wenn er dann nachfährt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für viele Leute auch, dass die eine gewisse Berührungsangst auch haben. Also das, man ist ja so, ne, wenn man jemanden sieht, der gehandicapt ist, dann ist es immer so, man hat also Mitleidgedanken vielleicht auch. Also das kommt insgeheim. Ich spreche auch von mir selber. Bis man vielleicht auch feststellt, dass du eigentlich relativ cool damit bist und auch offen bist. Das müssen die Leute erst einmal feststellen und dann denken, ja, der holt schon mal dumm. Ne? Ja, klar, irgendwo muss man dann auch die Aktie akzeptieren, es ist so und ihr kommt eh damit klar und muss das Beste draus machen und mit dem Mitleid kommt er auch nicht weiter. Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich immer. Ne? Ja. Das ist natürlich hart und ich glaube, dass da viele Leute auch Berührungsängste haben und da muss man damit auch erst einmal ein paar Mal konfrontiert werden, damit man vielleicht da auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch deine Situation, dass man denkt, ja gut, du musst natürlich schon sehr selbstbewusst sein, dass du einfach in die Boxen durch und sagst, hey, wie schaut's aus, kannst du mir helfen? Und genau da möchte ich gerne einfach einen Aufruf an die große Community draußen machen. Der Jakob braucht offensichtlich einfach mehr Hilfe im Support, also sprich jemand, der mit ihm mitkommt auf der Rennstrecke. Und das geht natürlich nicht unentgeltlich, das geht schon mal freundschaftlich, man sagt, ich helfe dir mal einen Tag, aber natürlich nicht auf die Distanz. Und deswegen bin ich der Meinung, du brauchst eigentlich einen Mechaniker, ja, oder einen Hobbymechaniker, der gut schrauben kann, der halt einfach ein paar Events mit dir im Jahr mitkommt, dich unterstützt, dir vielleicht einen Reifen wechselt, dir halt das Moped checkt, dich raufhebt, dich runterhebt. Und das natürlich auch nicht unentgeltlich, weil man umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Und aus dem Grund haben wir ein Spendenkonto für den Jakob eingerichtet, das ist unten in der Beschreibung. Da könntest du ja quasi eine Spende an den Jakob geben, damit er sich im Endeffekt jemanden leisten kann, der mit ihm auf die Rennstrecke mitkommt und ihm halt hilft, dieses Hobby einfach nachhaltiger auszuführen und dementsprechend auch nicht irgendwelche Fremden immer anhauen muss und um Hilfe beten muss. Das wird zwar trotzdem nicht ausbleiben, weil auch der beste Mechaniker wird nicht immer Zeit haben, aber dass er zumindest vielleicht einen großen Teil seiner sportlichen Karriere besser bewerkstelligen kann und sich halt auch besser aufs Fahren konzentrieren kann. Und ich denke, so eine Motivation können wir durchaus unterstützen. Wir unterstützen einen Jakob in Form von Fahrwerk. Also wir haben das Fahrwerk gemacht. Wir unterstützen den da, was die Servicierung, Intervalle, Setup-Findung und so weiter anbelangt. Und er hat dann auch schon viele, viele andere Unterstützer auch. Aber es scheitert halt schon ein bisschen so an der Mechanikerunterstützung. Und das geht halt in der Regel nicht kostenlos. Und deswegen haben wir eben das Spendenkonto für die
aufmacht. Wir haben jetzt da, wir wissen nicht, was dabei rumkommt, das können wir nicht sagen, aber wir können uns natürlich versuchen und man sieht oft öffentlich rein, was in dem Topf drin ist und das kannst du dann, solltest du auch dann für einen Mechaniker nutzen. Also ich sage immer, wie gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe und da denke ich, ist es gut investiert und nicht einfach verhurs oder so, sondern nutze es für jemanden, der mit dir mitkommt und auch jemand, der Interesse hat, Jakob zum helfen, als Mechaniker mitzukommen für ein gewisses Budget, einfach unser E-Mail schreiben an info@sbk-tech.de betreff Mechaniker für Jakob, einfach bewerben und ich leite dann den Kontakt weiter und dann kann man sich halt die Daten oder die jeweiligen Events, wo man vielleicht Zeit hat, ausmachen und das würde mich freuen, wenn es da mehr berechenbareren Support hättest, was die Mechaniker-Tätigkeit anbelangt. Also da würde man uns freuen, wenn ihr den Jakob da unterstützt. Das wollen wir natürlich jetzt auch nicht ausnutzen und so weiter. Und aber ich denke, die Motivation, die der Jakob hat und die Lebensfreude, die er nach wie vor aufbringt, die soll man natürlich schon irgendwo unterstützen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, da hat mich frei, wenn da was rumkommt dabei für dich. Ja, voll, voll geil auf jeden Fall, Matthias. Überhaupt auch, dass du da den Aufruf dazu machst und mir da ein bisschen hilfst dabei. Aber genau, wie du gesagt hast, das ist das, wenn ich dann vielleicht einen Mechaniker oder was dabei habe, dass ich dann kann ich vielleicht nur so einen Ticken mehr den Kopf frei haben. Weil wenn ich weiß, ich bin draußen und ich weiß, ich habe meine Leute, hey, der ist das Wochenende wegen mir da, der ist mit mir da. Mhm. Und ich weiß, hey, ich komm rein, ich hab wen, der, weiß nicht, der fängt mir auf, bockt die Maschine auf. Der wechselt mir am Abend den Antriebssatz, wenn er gar ist, die Reifen, wenn er gar ist oder so. Und der macht das auch, weil er's geil findet, so wie du das jetzt gesagt hast. Und weil er sich denkt, hey, das ist cool und der hat den Lebenswillen und so. Und das Leib und das taugt mir, das zu unterstützen. Logischerweise entgeltlich, geil. Also, dass das nicht irgendwie kostenlos geht oder so, logisch. Ja, es geht auf Dauer einfach nicht. Ne? Das kann sich keiner leisten. Genau. Das geht schon mal, aber auf das kannst du halt nicht mehrfach verlassen. Das ist das Problem. Du brauchst auch jemanden, der immer der gleiche ist. Was sagst du, der Person vertraue ich, der ist immer voll da. Oder zumindest großen Anteil. Das du weißt, hey, 6 Events im Jahr, da ist einfach immer dasselbe dabei. Auf den kann ich mich verlassen, der weiß, wo er hingreifen muss, der kennt meine Probleme, der kennt meine Sorgen und ich kann mich aufs Fahren konzentrieren. Richtig, ja, genau. Das ist natürlich auch für dich ein Sicherheitsfaktor, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, Ja, ansonsten deine sportlichen Ziele, wo sind die noch? Ja, irgendwann muss ich in die Superbike. In die Superbike-Klasse, also in die Tausender-Klasse aufsteigen und nicht in der Supersportklasse, wo ich jetzt bin. Da ist das Niveau nochmal viel höher bei den Tausender. Mhm. 600er sind in der Europameisterschaft einfach weniger wie Superbike-Piloten, also in der Tausender-Klasse. Und da muss ich natürlich hinkommen, da sind viel mehr Italiener. Franzosen, die was das schon jahrelang machen. Das 600er-Klasse, die ist leider eher klein. Ich fahre jetzt das erste Jahr erst in der Meisterschaft. Mhm. Jetzt habe ich den Doppelsieg in Le Mans gemacht. Jetzt schauen wir mal, Rijeka und Mugello steht noch an. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie das ausgeht, aber ich habe jetzt absolut nicht vor, nach dem Jahr schon in die 1000er-Klasse aufzusteigen. Mhm. Ich glaube, man kann auf so einer 600er richtig viel lernen. Mhm. Und ich glaube, zu früh umsteigen in die große Klasse, dann irgendwie auf Dauer bringt es an vielleicht nichts oder kostet an mehr, sondern es macht mehr Sinn, wenn ich mit dem Supersportmotorrad nur ein, zwei Jahre richtig trainiere, dass ich das richtig verstehe, dass ich weiß, was ich da draußen auf der Rennstrecke tue. Nur mehr wie jetzt, weil nach ein, zwei Jahren fahren hat man nicht ausgelernt. Ich glaube, man lernt ein Leben lang. Und deswegen glaube ich, dass es da noch nichts bringt, aufzusteigen in die große Klasse. Aber irgendwann wird es mir nicht ausbleiben. Jetzt schauen wir mal, wie die Saison rumgeht oder wie die nächste ausschaut oder übernächste dann. Und dann muss ich mal aufsteigen zu den Großen. Und da ist dann die Starterfeld größer in der Meisterschaft. Das sind dann die ganz großen, starken, langjährigen Konkurrenten, weil die fahren jetzt auch nicht mehr 600 da, die was das 10, 15 Jahre betreiben. Ich weiß nicht genau, wie lange das die anderssprachigen Piloten da schon machen, aber die sind nicht so frisch wie ich dabei. Nein, die sind schon alte, gesessen, die Hosen.
Ja, cool. Ja, wir wünschen natürlich einfach am Jakob das Allerbeste auf seinem Weg, dass er gesund bleibt, insofern, wie man das sagen kann, dass er sich nicht unnötig mehr wehtut. Das ist einmal eines der wichtigsten Sachen und natürlich auch einen sportlichen Erfolg, ja, dass du nach wie vor den sportlichen Erfolg, den du jetzt schon hast, weiter ausbauen kannst, vielleicht dann auch einmal auf die Tausender Klasse umsteigen kannst und auch, was ich da auch wünsche, ist einfach ein höherer Bekanntheitsgrad, weil ich denke, das soll schon auch wertgeschätzt werden, du solltest andere Menschen motivieren, die das Handicap nicht haben, deswegen folge ich dir, weil du motivierst mich, weil ich, wenn mir jeden Tag denke, Alter, mir regt das auf, dann schaust du an Jakob und denkst, der hat eine Lebensfreiheit, was, da rutschen wir am Bugel runter, ne? Also das soll da draußen viel motivieren, deswegen folgt es an Jakob auf Instagram, damit er mehr Reichweite hat und tut es natürlich auch leichter, Sponsoren zu generieren. Davon lebt er auch großteils, ja, zu seinem Teilzeitjob. Und ja, Jakob, ich wünsche dir alles Gute, schön, dass du da warst. Für dich geht es jetzt weiter nach Magny-Cours. Magny-Cours, ja, Frankreich. Bin ich echt neidisch drum, weil da möchte ich auch gerne mal fahren. Schreibt es gerne in die Kommentare, unterstützt den Jakob in unserem Spendenkonto und teilt das Video natürlich mit euren Freunden, dass das so viele Leute wie möglich erreicht und auch inspiriert. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns videotechnisch beim nächsten Mal wiedersehen und wünsche dem Jakob natürlich alles Gute. Jakob, schön, dass du da warst. Perfekt. Ich von mir auch ein paar Abschlussworte. Ich freue mich absolut, dass du mich da eingeladen hast zu dir, damit wir das coole Video gemacht haben. Ich freue mich, wenn ich mit meinem Fahrwerk, mit meinem Motorrad wieder herkommen darf. Wenn es irgendwas hat, keine Ahnung. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns irgendwann auf der Rennstrecke sehen. Auf alle Fälle. Ich möchte unbedingt mit dir mal ein paar Turns düsen. Mhm. Also das ist immer noch so. Das wollte ich voriges Jahr schon machen, irgendwie ist es nichts geworden. Also das haben wir auf jeden Fall. Ja, da. Ich muss dir noch zeigen, wie das ausschaut, wenn ich da auf dem Bock oben sitze, ohne Hang-off, ohne Knie runter, wie das von hinten ausschauen muss. Komisch, glaube ich, aber ja, es funktioniert trotzdem gut. Und ja, genau, jetzt geht es nochmal in die Kur weiter. Jetzt trainieren wir in Frankreich 3 Tage. Ja, cool. Und dann sind wir gut gerüstet, hoffentlich, für die beiden Europameisterschaftsrennen, was wir anstehen im August. Wir verfolgen es auf deinem Instagram-Kanal. Wir wünschen dir alles Gute. Schön, dass du dabei warst und zugeschaut habt. Jakob, danke dir. Bis zum nächsten Mal und ciao. Danke. Ciao, ciao.